Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers vom Mars. Und ihr wisst ja, wir mögen alte Militärflugzeuge und deswegen haben wir uns heute was ganz Besonderes rausgesucht. Und das seht ihr nach einem kurzen Intro. Pilot Simon sitzt in der C-47, das ist eine Version der DC-3, sie heißt unter anderem auch Skytrain. Wir haben uns hier ein Paket runtergeladen und ich sitze hier in einem Gleiter, einem Transportgleiter, das ist die Vaco CG-4A. Das war ein Bundle, hat ca. 15 Euro gekostet und die stellen wir euch heute vor und versuchen die beiden Dinger mal hier in die Lüfte zu bekommen und ihr seht schon, es ist eine geile Szenerie dabei. Ich kann hier so einen Jeep ausparken. Und Simon, was kannst du machen? Ich kann die Klappen hinten aufmachen und ich habe ja auch einen Jeep vorne. Das ist quasi der bewacht mein Flugzeug. Und so ein Typ, der hält das Flugzeug fest. Und zwei okay. Feuerlöscher natürlich, falls die Motoren hochgehen. Ja, immer übrigens, gefährlich. Apropos Bundle. Dieses Bundle gab es auch in echt. Und zwar im Zweiten Weltkrieg. Deswegen hieß das Ding, glaube ich, auch Skytrain, oder? Weil du das Ding hochgezogen hast? Genau, ich habe dein Segelflugzeug quasi hochgezogen. Ohne mich bist du gar nichts. Also die Idee war dahinter, lautlos hinter die feindlichen Linien zu kommen, hier genau. Mit den Leuten, Fallschirmspringer und Ladung. Oh, wenn ich zu nah dran gehe, dann wird das ausgeblendet. Da hinten sehen wir noch einen schönen alten Jeep. Boah, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit W. Ich schreibe es hier unten rein. Leider hat das nie so richtig gut funktioniert. Also das Ding ist auch bekannt als der Witwenmacher. Nee, als den Sarg. Ein fliegender Sarg. Ach so, der fliegende Sarg, genau. Der fliegende Sarg war sein Spitzname unter anderem, ja. Und hat trotzdem viele Witwen gemacht. Ja. Gemacht. Mal gucken, ob das hier heute besser funktioniert. Let's go. Ja, genau. Also ich habe hier eine Ladung drin und zwar Kisten. Ich weiß nicht, was da drin ist, ob die Bundeslade drin ist vielleicht. Da kommt der Indiana Jones Fan wieder durch hier. Richtig. Ansonsten, ich kann hier die Klappen hier hinten auf und zu machen. Sieht ganz cool aus. Mhm. Und mein Co-Pilot sieht auch richtig gut aus. Der sieht richtig aus, als wäre er gerade quasi mit einer Zeitmaschine hier hingekommen. Und wenn euch der nicht gefällt, dann einfach Maske aufsetzen oder wegmachen. Ja, ich habe schon, bin gerade zu dir rüber geflogen und habe gesehen, die sehen echt, also das Cockpit sieht echt geil aus, auch von außen. Mein Cockpit hingegen ist, wenn ich reingehe, erstmal nicht vorhanden. Das ist hier so hochgeklappt, das ist mega geil. Ach so. Auch eine geile Variante hier, einen Einstieg zu kreieren. Keine Ahnung, wie das so hält und alles. Wir machen das Ding auf jeden Fall mal runter. Dafür muss man hier Haupteingang öffnen, schließen. Zack. Geht ein bisschen sehr schnell. Aber ja, wir haben wieder einen Sitz unterm Arsch. Und die Jungs hinten sind bereit. Ja, dann starte ich auch mal die Motoren. Das dauert ja immer ein bisschen. Da startet der erste Motor. Zack. Aber meine Piloten sehen auch geil aus. Aber ich habe leider keinen Piloten, wenn ich innen drin sitze. Oh. Kann man den noch einschalten irgendwie? Also bei mir kann ich den auf jeden Fall ein- und ausschalten. Das funktioniert. Was ich machen kann, ist ein Schleppflugzeug anfordern, weil leider funktioniert es gerade nicht, dass der Simon mich mit seinem Flugzeug zieht. Das funktioniert eigentlich mit der App hier Kinetic Assistant. Haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, dass man zusammen einen F-Schlepp macht. Ich kann gar nichts machen. Ich kann wirklich nur... Ach du Scheiße. Boah, es geht so ab. Okay. Mal ruhig höher. Schneller höher, komm. Weil ich hänge so ganz doof an dir dran. Du könntest mir auch ein paar Kommandos geben mit Philipp, ich flieg jetzt links. Philipp, ich flieg jetzt rechts. Ja, aber du hast gesagt, ich soll schraubenförmig hochfliegen. Das mache ich jetzt einfach. Heute will die Mod irgendwie nicht oder das Programm. Wir haben es nicht hinbekommen, dass ich mich beim Simon dranhänge. Nichtsdestotrotz wollen wir euch das Flugzeug hier zeigen oder die Flugzeuge und werden jetzt trotzdem irgendwie anders starten. Ja, ich muss ja sagen, also an sich kann man ja nicht meckern. Zwei Flugzeuge zum Preis quasi von 15,99. Da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Und mit der Geschichte im Hintergrund, ich meine, die sind ja genauso geflogen. Und haben auch ordentlich dazu beigetragen, dass die Amerikaner den Krieg gewonnen haben. Weil die nämlich tatsächlich so, genau so, hinter die feindlichen Linien gekommen sind. Auch wenn einige davon abgeschossen worden sind. Übrigens, Leute, ihr habt eine Aufgabe. Ich rätsel die ganze Zeit, in welchem Film oder Serie genau diese Szenerie vorkam,
wo Leute mit diesem, was der Philipp fliegt, diesen Lastensegler, in irgendeinem Film kommt das vor, ich weiß aber nicht mehr welchen. Ich kann mich da auch beim besten Willen nicht dran erinnern. Ich schieb mich jetzt hier auch mal auf die Landebahn. Ihr seht hier das Kinetic Panel. Kann ich leider nicht so geil wegschieben. Rechts oder links? Mal. Bitte. Rechts. Wie du willst. Ich gehe rechts rum. So, ihr seht hier die Crew, die schiebt mich. Kann jetzt hier an dem Starfighter vorbeifahren. Okay, der passt jetzt gerade nicht in die Zeit rein. Aber egal. Ich habe gerade noch kurz gelesen übrigens, diese C-47 war ja tatsächlich die Variante der DC-3. Und nach dem Krieg wurden die auch alle wieder zur DC-3 quasi umfunktioniert, weil die wurden dann von Luftgesellschaften übernommen. Und der Markt war so überflutet mit so gebrauchten Dingern, dass die echt günstig waren. Irgendwie witzig. Zu Einschusslöchern. Die große Frage ist, was wurde denn umgebaut an den Maschinen? Die haben hinten keine Passagiermöglichkeiten gehabt. Die haben tatsächlich einfach Laderaum hinten gehabt. Variante. Okay. Die waren komplett leer. Ja, okay, alles klar. Ja. So, ich komme jetzt hier auch mal angerollt. Du kannst gerne schon Gas geben. Alles klar, ja, mach ich. Wir werden wahrscheinlich nur so ein... Hier fährt nur ein Auto rum. Hallo, aus dem Weg. Was soll das? Nicht schlecht, den sehe ich auch auf der Startbahn einfach. Was soll das? Hau ab! Das ist ja richtig gut. Hallo! Ich jage ihn jetzt. Hau ab! Oh, die DC-3 ist einfach hübsch, ne? Ja, ja. Hübsches Teil. Eieiei. Und wie die sich in die Luft hebt. Elegant, elegant. Auch wenn das ich das nicht in die Luft. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Aber ey, das Fahrwerk dauert einfach 10 Jahre, bis das mal drin ist. Das ist richtig geil. Ja, dann wirst du bei mir gleich mal sehen, wie schnell das gehen kann. Ja. Das ist nämlich lustig. Ja, dazu gibt es ja auch noch was. Nochmal hinstellen, genau. Falls ihr übrigens fragt, wo wir heute fliegen, wir fliegen in der Region Cotentin, wie auch immer man es ausspricht in Französisch. Das ist die Halbinsel, wo die Alliierten auch gelandet sind. Das heißt, irgendwo hier sind die mit ihren Fallschirmjägern, beziehungsweise die sind ja dann auch zum Teil gelandet, abgesprungen. Um mal den geschichtlichen Hintergrund auch mal hier reinzuholen. Ne? Nee, der Normandie sind wir, richtig? Richtig, wir sind ja hier auch im Bildungsauftrag, ne? Mhm. Mein Freundchen. Warst du schon mal in der Normandie? Ich wollte da immer noch mal hin und mir die ganzen Museen angucken. Ja, ich glaube, das ist sehr interessant. Ich mache jetzt hier mal einen Winch-Start. Attach Winch Cable muss ich jetzt hier. Target Speed 60 takes lag. Und kriege hier Informationen auf mein Ohr. Ich hoffe, ich werde jetzt hier ordentlich mal hochgezogen. Das ist natürlich nicht das normale Szenario, aber ich kriege die Maschine gerade nicht anders hoch. Normales Szenario wäre natürlich, dass ich jetzt von der Maschine hinter die feindlichen Linien gezogen werde. Von mir. Wahrscheinlich in einer extrem großen Höhe. Genau. So, dann lasse ich mich hier schon mal los. Hier oben ist das Kabel, was man loslassen kann. Und jetzt das Fahrwerk noch. Oh Gott, lass mal gerade kommen. Alter. Relief. Hier los. 600. Ja, ich habe doch schon Kabel losgelassen. So, Fahrwerk. Fahrwerk hoch. Achso, ich muss hochdrücken. Obwohl es rein theoretisch runterfällt. Ihr seht, das ist nur so festgeschnallt. Ich krieg's gerade nicht hin. Es ist nur so eingehakt. Und rein theoretisch ist das beim Starten rausgerutscht. Ihr seht hier so Kufen. Also man ist am Ende nur noch auf den Kufen gerutscht. Gelandet und nicht mehr auf einem Fahrwerk. Voll geil, oder? Irgendwie richtig cool. Witzig finde ich auch die Geschichte, dass die haben ja ein Flugzeug quasi gebaut, was man leicht in Kisten packen konnte. Die wurden nämlich gebaut in Amerika und in England wieder zusammengebaut, allerdings von Leuten, die keine Erfahrung haben. Und in den ersten Tagen sind 30% erstmal abgestürzt deswegen. Okay. Ja, ich gehöre glaube ich auch zu der Person, die keine Ahnung hat, wie man gleitet, weil ich kriege gar keinen Speed drauf. Naja. Ja, ich sehe es. Jetzt hier nochmal ein bisschen... Ich drehe schon mal wieder. Dreh ich hätte es so cool gefunden, wenn das funktioniert hätte. Wenn ich dich gezogen hätte, ne? Ja, vielleicht machen wir das nochmal im Stream. Leute, wenn ihr neu hier seid, gerne ein Abo dalassen. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Wir versuchen dieses Jahr noch auf die 10.000 zu kommen. Nein, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, ist ja fast schon wieder um. Nee, aber Leute, unterstützt uns. Support ist kein Mord. Jedes Abo zählt. Ich hau jetzt mal eine Landung rein, glaube ich. Und ist kostenlos. Haben wir schon gesagt, ist kostenlos? Ist kostenlos, ja, ja, ist immer kostenlos. Ja. Weiß nur keiner, glaube ich. Videos sind kostenlos. Aber nicht umsonst. Nicht umsonst. Wo
Gott, ey. Ich musste jetzt echt hier ein bisschen arbeiten, um da hinten noch zu landen, ne? Also ich habe auch kein Gas gegeben. Spaß. Oh, ich lande wieder hier bei mir, wo wir gerade gestartet sind. Nee, ich nicht. Ich lande jetzt hier auf der Vorwiese. Okay. So war das auch mit dem Bauer abgesprochen. Ja. Bauer Günther, danke nochmal. Kommst in die Credits. Günther. Wie beim Film hinten. Thank you to Bauer so. Günther. So. So. Oh Gott, warte. Ebene landet. Alter, das ist romantisch ein bisschen. Hier ist auch richtig romantisch. Ich bin hier echt an so einem kleinen Häuschen gelandet. Cool. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt hier mal... Ach, die Jungs, die sind gar nicht gesprungen. Scheiße, haben wir verpasst, Kollegen. Aber ich mache jetzt nur noch mal hier Luft rein. Zack. Mach mal Luft haben wir rein. Den Jeep. Perfekt. Dann haben wir hier den Jeep, ey. Geil. Ich glaube, ich schieße mich noch mal ein bisschen hoch. Okay. Wenn man in die Luft sich schmeißt und die Haube vorne auflässt, dann sieht es auch sehr geil aus. Ah ja. Bei mir sitzen die Piloten einfach so in der Luft. Perfekt. Gut gemacht, Philipp. Oh nein, ich kann den Haupteingang nicht mehr schließen und... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der Philipp kommt... Du kommst irgendwie so nah auf mich zu. Du siehst ein bisschen aus wie ein Drache, der gerade... Bei dir wird das... Das ist auch wieder leider der Nachteil. Diese ganzen Features werden im Multiplayer nicht richtig angezeigt. Ja, schade. 2024. Echt schade. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, Leute, wenn ihr das Video verpasst habt, wie wir auf den neuen Trailer reagiert haben, schaut da gerne mal in unsere Playlist rein. Und damit würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet hier ein informatives, schönes Video mit uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn der Kollege hier vorne wieder... Es sieht so aus, als ob der barfuß da sitzt, aber nee. Die Stiefel sind einfach nur hautfarben. Ah ja. Vielleicht hat er auch einfach Kilogramm gespart. Naja, wir sehen uns, Leute. Haut rein. Tschüss. Gut Flug. Ich kann die scheiß Haube nicht zumachen. Ah, jetzt. Jetzt, hier, so beim Landen ist sie sofort los zugegangen. Ah ja, perfekt. Ja, cool. Cool. Tschüss.